Yo Leute, was geht ab und willkommen zu einem neuen Tutorial. Heute möchte ich euch zeigen, wie man schnell reich wird auf Griefer Games. Ich will da jetzt mal ein bisschen was zusammenfassen, was ich jetzt alles gemacht habe, dass ich ein bisschen mehr Kohle auf Griefer Games bekommen habe. Wie ich persönlich angefangen habe, ist mit den Kisten, mit den epischen Kisten. Also die könnt ihr schnell für 20 Euro 30 Köpfe holen. Das ist echt eine der besten Methoden, um schnell reich zu werden. Das heißt, so ein Kopf hat jetzt zwischen 5 und 8k Wert. Also die Admin-Köpfe, die jetzt drin sind. Die haben so 5 bis 8k Wert, sage ich jetzt mal. Und wenn ihr die jetzt, sagen wir, 10 Bantor-Köpfe zieht, dann habt ihr schon 50k gemacht. Es ist zwar ausgegebenes Geld, was man dafür gibt. Also man gibt Geld dafür aus, aber dafür wird man ein bisschen reicher auf Griefer Games. Wie gesagt, das machen nicht alle Leute, aber es hilft halt beim Reichwerden. Es machen halt viele Leute so, dass sie auch schnell reich werden. Was auch eine coole Methode ist zum schnell reich werden, sind die Supreme Kisten. Da ist ein ganz anderes Level, die sind auch ein bisschen teurer. Aber wie ihr seht, ist da ein Spawn Gas Gutschein drin. Der hat so viel Wert, der hat sicher 8 bis 10 Millionen Wert. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel 6 Kisten kauft, für 50 Euro glaube ich, dann habt ihr nachher in den 6 Kisten so einen Spawn Gas Gutschein. Also da könnt ihr euch gleich, müsst ihr nie wieder Kisten oder irgendetwas kaufen, weil ihr habt nachher genug Geld für, ja, dann habt ihr 8 Millionen. Ich habe jetzt gerade da auf dem Konto 3,2 Millionen und ich werde das irgendwie gar nicht los. Bei mir ist etwas anderes, ich mache das auch ganz anders. Für die Leute, die ein bisschen erfahrener sind bei Griefer Games, für die Leute ist Handeln ein gutes Thema. Aber nur für die Leute, die ein bisschen mehr Kohle haben. Das heißt, wenn man da, sagen wir jetzt 50k hat, dann kommt man nicht weit mit Handeln. Dann kauft man sich einen halben Stack Beacons und verkauft ihn vielleicht für 52k oder so. Das bringt einem einfach nicht weiter. Also würde ich nur denen empfehlen zu handeln. Also ihr könnt schon handeln und Zeugs kaufen und so und weiterverkaufen, es bringt euch einfach nicht so viel, weil ihr es gleich wieder verkauft. Das heißt, ich kaufe mein Zeugs ein und dann verkaufe ich das aber nicht gleich wieder, ich spare das auf. Ich gehe schnell auf mein erstes Gas und dann zeige ich euch, was ich meine. Das heißt, ich packe das hier oben in die Kisten rein, so. Die Lord Varus Angel hat jetzt, wo ich sie bekommen habe, für 2k habe ich die bekommen. Jetzt hat sie aber 40k Wert. So 30 bis 40k, ja. Und dann sieht man schon, was man da alles in der Kiste hat. Ja. Also ihr müsst das Zeug billig einkaufen und dann wartet ihr einfach ab. So, sowieso die Supreme Items, die in der Kiste sind. Bewahrt die einfach auf in der Kiste und fasst die Kiste nicht mehr an am besten. Aber wenn man wenig Geld hat, dann geht das nicht gut. Ja. Wenn man wenig Geld hat, dann muss man das Zeug verkaufen, als man wieder ein bisschen an Money kommt. Ja. Was auch gut weggeht, sind die magischen Prefixe. Also nicht die magischen, einfach die Prefixe. Und wie ihr gesehen habt, das sind alles so Items, die kann ich irgendein Mal. Auch wenn es in 2 Monaten ist und wenn sie aus der Kiste sind. Auch wenn ich die erst dann verkaufen kann, aber man kann sie dann viel teurer verkaufen. Ne? Das ist der Vorteil, wenn man schon ein bisschen Money auf der Bank hat. Ne? Dann kann man da gleich mal ein bisschen sparen und denken, ja, ich verkaufe dann das Zeug später. Auch hier drin, so Zeugs, das hat richtig viel Wert bekommen. Ne? Sagen wir, das Valyrische Schwert ist jetzt etwas, wo am besten ist. Ne? Das hat am Anfang 10k Wert gehabt und jetzt kann man das schon für 40k verkaufen. Ne? Das heißt, ihr müsst das einfach ein bisschen aufbewahren und dann kriegt ihr nach und nach das Geld. Ne? Ihr werdet dann halt reich erst im Nachhinein. Für das Warten werdet ihr eigentlich belohnt. Ne? Das ging jetzt an die Leute, die ein bisschen mehr Erfahrung mit Traden haben und alles. Aber es geht ja meistens um die Kleinspieler, die denken, ja, ich will schnell Geld verdienen und bla bla bla. Das ist natürlich auch schwer ohne Supreme-Kisten. Aber ich habe da auch 2, 3 Ideen, die kann man natürlich auch ausführen. Für die ganzen Leute, die Telegram haben. Bei Telegram gibt es natürlich noch eine Griefer Games Gruppe. Und da fragen die ganze Zeit Leute, die zu faul sind, also ich bin auch so, ha? Fragen da rein, ich brauche 30 DK Sand, ich zahle 30k oder 35k. Und nehmt einfach den Auftrag an und geht da zu 5 oder 6 hin und haut den
schnell durch den Auftrag. Also das geht wirklich richtig schnell. Zu 5, 20 DKs oder so, das geht, was sag ich da, eine Stunde oder so. Und dann kriegt ihr das ganze Geld und könnt das weiterbrauchen. Was ich aktuell am meisten feiere, ist es, das TNT zu craften. TNT bringt ihr locker los, weil jeder will sein Gas sprengen, aber niemand hat TNT, ja, dazu. Und das macht ihr ganz einfach. Ihr sucht euch eine Creeper Farm. Auf CB5 gibt es, glaube ich, Osman 20, der hat eine Creeper Farm mit irgendwie 5 Spawner oder so. Und da kriegt ihr ganz schön Gunpowder raus. Ja. Das heißt, das Gunpowder braucht ihr dann, holt euch Sand und craftet es zu TNT um. Dann habt ihr ganz schnell in der Kürze habt ihr da richtig viel Geld gemacht mit TNT. Also TNT ist einer meiner Favoriten, was Geld angeht. Ja. Ist diese Maschine hier. Die gibt es ja bei Gamakatsu, gibt es ja schon ein Tutorial dazu, wie man das machen kann. Das ist nicht schwer, das hat man schnell gemacht. Ha? Dann stellt ihr euch einfach AFK da hinten hin. So, jetzt muss ich schnell schauen, wo ich die Spitzhacke habe. Und dann stellt ihr euch hier AFK hin und lasst einfach mit einem Postage oder irgendetwas oder einem Stein oder Gummiband oder keine Ahnung was, macht ihr das oben drauf und dann lasst ihr das einfach so. Ha? Da könnt ihr, keine Ahnung, wenn ihr da eine gute Spitzhacke habt, könnt ihr das bis zu 3 Stunden einfach so lassen. Ne? Und dann baut es automatisch Erze ab. Wenn ihr dann noch Behutsamkeit drauf habt, das ist noch ein cooler Tipp, Behutsamkeit drauf habt, dann bekommt ihr die ganzen Erze raus. Ja? Für euch ist das besser. Zum Verkauf ist die Erze selber ist viel besser für den Verkauf. Was sich dabei nicht lohnt, das ist ganz krass für die Leute, die meinen, ja, so Zuckerrohr oder so anpflanzen, ja, machen wir, das lohnt sich. Ne. Also so Zuckerrohr und so Sachen da hinten sind Netherwarzen. Also müsst ihr gar nicht anbauen, das bringt euch nichts. Da sieht man, $35 im Stack habe ich frisch angefangen. Aber wer will schon Zuckerrohr kaufen, ne? So, und der letzte Tipp von mir ist noch ein bisschen ein anderer, der ist, glaube ich, sogar neu. Aber auch ein bisschen schwieriger. Für das habt ihr am besten Köpfe dabei. Also wenn jetzt das hier ein Kopf ist, stellt ihr euch einfach vor, das Feuerwerk ist ein Kopf. Wenn ihr das jetzt habt, dann schreibt ihr unten links im Chat, schreibt ihr rein, ich verkaufe Kopf für 3K. Also das ist das niedrigste Gebot. Also sie müssen drauf bieten. Ja? Das heißt, dann überbieten sie sich, das ist wie beim Container-Event, dann überbieten sie sich selber hier im Chat. Ja? Das heißt, einer schreibt 3K, der andere 4K, 5K. Das heißt, so könnt ihr auch viel Geld rausholen, wenn ihr es taktisch macht. Ja. Natürlich auch mit coolen Items. Also wenn ich jetzt da, sagen wir jetzt mal, die Graf Bonzenklinge reinmachen würde, für 2 Millionen. Mit dieser Dura-Zahl, also. Die hat ja 1029 Dura hat die. Wenn ich die jetzt für 2 Millionen reinstelle, unten links. Ja moin, da steht gleich 2 Millionen. Wenn ich das jetzt machen würde, dann würde gleich Gebote fliegen. Also das heißt, von 2 würde die gleich mal auf 4 Millionen ho hochspringen oder so. Ha? Das heißt, ihr müsst diese Items einfach gut auswählen, was ihr zum Hochtraden braucht. Und Thema Traden, ihr könnt natürlich auch hochtraden. Ne? Das habe ich erst letztens gemacht. Ich habe im Livestream gesagt, ja, ich habe ein Zuckerrohr. Und das Zuckerrohr mache ich so hoch wie möglich. Also das heißt, wer was Besseres hat, kann es mir geben. Und dann trade ich das so weit hoch wie möglich. Dann habe ich aus einem Zuckerrohr, habe ich dann einen weißen Prefix geholt. Also das heißt, Zuckerrohr hat ein Dollar Wert. ein Dollar Wert. Und der weiße Prefix hat schon 50 bis 60k Wert. Das heißt, ich habe nur wegen Traden, habe ich 50 bis 60.000 gemacht. Ja Leute, ich hoffe, euch hat das kleine Tutorial gefallen. Wenn ihr mehr Tutorials wollt, dann fragt doch unten in den Kommentaren, was man noch alles machen kann für Tutorials oder was ihr wissen wollt. Also es gibt sicher noch ein paar Sachen, die ihr nicht ganz genau wisst und es wissen wollt. Und ja, lasst gerne ein Like, ein Abo da und man hört sich dann im nächsten Video wieder. Tschüss!